Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne haben Baden-Württemberg in den letzten Jahren erfolgreich und nachhaltig vorangebracht. Grün tut dem Land gut. Und natürlich sind die zwei Kapitel gutes Leben in Stadt und Land und grüne Umweltpolitik das grüne Herz dieses Wahlprogramms. Wir Grüne, wir sind die Programmpartei in Baden-Württemberg, die Partei mit den intelligenten Lösungen. Wir sind die Partei der ökologischen Modernisierung und wir sind die Partei, die moderne Urbanität und starke ländliche Räume zusammenbringt. Bei uns wird nicht Stadt gegen Land gedacht, im Gegenteil, Grün kann Stadt und Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer Grün wählt, der wählt auch die Lobby für bezahlbaren Wohnraum. Wer Grün wählt, wählt den Einsatz für sozial durchmischte Quartiere. Die CDU in Baden-Württemberg hatte den sozialen Wohnungsbau ruiniert. Und es lag an uns in den letzten 5 Jahren hier, die massiv wieder in die soziale Wohnraumförderung in Baden-Württemberg zu investieren. 75 Millionen Landesmittel pro Jahr, auch eine Schwerpunktsetzung auf soziale Mietwohnraumförderung, liebe Freundinnen und Freunde, das ist Erfolg grüner Wohnbaupolitik der letzten 5 Jahre. Und 115 Millionen Euro an die Kommunen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen war ein klares wohnbaupolitisches Signal. Wir haben die Mietpreisbremse schnell umgesetzt, damit die Mieten gerade in den Ballungsräumen erschwinglich bleiben. Wir haben mit der Novelle der Landesbauordnung eine der modernsten und ökologischsten Bauordnungen bundesweit geschaffen. Und liebe Freundinnen und Freunde, dieses Wahlprogramm ist der Garant dafür, dass Baden-Württemberg weiter den Weg einer modernen Wohnbaupolitik geht, mit der Förderung von Baugruppen und Genossenschaften, mit kluger Flächenpolitik und mit einer Konzentration auf die Stärkung lebendiger Ortskerne. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne, wir schaffen sozialen Wohnungsbau und Konzepte zur Eindämmung des Flächenverbrauchs. Wir können Neubau und Netto-Null, liebe Freundinnen und Freunde. Und mit diesem Programm machen wir deutlich, wir Grüne sind der Garant für schonenden Umgang mit den Ressourcen, der Garant für gesunde Natur, lebenswerte Heimat, gutes Essen, Tierschutz, starke Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir sind der Garant für eine aktive Strukturpolitik und für Wertschöpfung im ländlichen Raum. Wir stehen für nachhaltige Landwirtschaft und wir kämpfen dafür, dass Gentechnik vom Acker und vom Teller verbannt bleibt. Und wir wollen nicht nur gutes Essen auf dem Teller, sondern wir wollen, dass es nachhaltig produziert wird. Wir wollen, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte, unsere Kulturlandschaften profitieren und nicht Agrarkonzerne aus anderen Kontinenten. Wir machen eine kluge Strukturpolitik für einen attraktiven und lebenswerten ländlichen Raum und wir sorgen dafür, dass die Menschen mehr Beteiligungsmöglichkeiten bekommen, die Zukunftsperspektiven von unten zu entwickeln. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind auch die Partei mit den intelligenten Lösungen für die Infrastruktur. Seit wir regieren, brummt der Breitbandausbau in Baden-Württemberg. Seit wir regieren, wird Entwicklung im ländlichen Raum großgeschrieben, und zwar modern. Hier nutzt der ländliche Raum seine Perspektiven. Bei uns ist der ländliche Raum keine Klagegemeinschaft, sondern entwickelt seine Stärken, auch im Umgang mit Fläche, gerade auch bei der ökologischen Modernisierung. Wir sind die Partei grüner, intelligenter Lösungen. Wir haben die Ökologisierung der Landwirtschaft vorangebracht. Wir haben die Förderung neu aufgestellt. Und da wollen wir in der nächsten Legislaturperiode anknüpfen. Bei uns gilt öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Wer zum Erhalt der Kulturlandschaft beiträgt, zum Beispiel der Streuobstwiesen, wer mehr Tierwohl umsetzt, wer auf regionale Kreisläufe setzt, der wird bei uns besonders unterstützt. Und es ist gut fürs Land, es ist gut für die Natur, gut für die Tiere und gut für die Betriebe. Und zwar egal, ob bio oder konventionell, denn die Modernisierung treiben wir überall voran.
Und was die CDU bis heute nicht verstanden hat, unsere kleinen Familienbetriebe, die gewinnen nicht über Masse und Preis, sondern die gewinnen über Qualität, über Regionalität, über den Zugang zum heimischen Markt. Qualität aus Baden-Württemberg, darauf sind wir stolz, und es macht dieses Programm sehr deutlich. Und wir erkennen auch Marktchancen, denn wir haben die Biolandwirtschaft in Baden-Württemberg wieder vorangebracht. Die CDU hat Bio ausgebremst und behindert, wo sie konnten. Wir bringen den Bio, den Ökolandwirtschaftsbereich, wieder voran mit unserem Aktionsplan, der wirkt. 10% mehr angemeldete Bioflächen dieses Jahr gegen den Bundestrend machen deutlich, Grün wirkt. Wir bringen Baden-Württemberg voran und unsere Betriebe profitieren. Auch hier gilt, wir haben viel erreicht, aber noch viel vor. Wir wollen in der nächsten Legislatur einen Schritt weitergehen. Wir wollen mit Biomusterregionen hier die regionalen Wertschöpfungsketten weiter voranbringen. Wir wollen mit einem Programm zum verbesserten Wissenstransfer hier die nächste Stufe Aktionsprogramm machen. Ich glaube, das ist deutlich. Wir haben hier noch lange nicht das erreicht, was Baden-Württemberg erreichen kann. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir sind die Partei für sauberes Wasser, reine Luft, intakte Lebensräume für Natur und Umweltschutz. Bei uns ist das nicht Sonntagsrede, sondern konkretes Arbeitsprogramm. Auch hier haben wir viel erreicht, die Naturschutzmittel verdoppelt, die Landschaftserhaltungsverbände, also kooperativen Naturschutz, in fast alle Landkreise in Baden-Württemberg gebracht. Wir haben das Biosphärengebiet Schwäbische Alb gestärkt. Ein neues Biosphärengebiet im Südschwarzwald kommt im Februar dazu. Und wir haben mit dem Nationalpark Schwarzwald bewiesen, dass wir bereit sind, Verantwortung für den Naturschutz zu übernehmen. Und auch hier haben wir viel erreicht, aber sind noch lange nicht am Ende. Auch hier haben wir noch viel vor. Wir haben mit der neuen Naturschutzstrategie uns einen ambitionierten Fahrplan gesetzt. Die neue Naturschutzstrategie der NABU sagt, sie sei die modernste in ganz Deutschland. Da haben wir mit der Umsetzung angefangen, aber auch da braucht es noch mindestens 5 Jahre, um hier umzusetzen. Im Moorschutz, in der Umsetzung der Managementpläne für Natura 2000, da haben wir Grüne noch richtig was vor. Und die Natur braucht uns als einen Aktivposten. Wir haben erlebt, die CDU hat sich von der Bewahrung der Schöpfung in Baden-Württemberg verabschiedet. Alles, was wir umgesetzt haben, wird von der CDU hart bekämpft. Und auch deshalb wollen wir die Modernisierung, die ökologische Modernisierung, die Bewahrung unserer Heimat weiter voranbringen. Liebe Freundinnen und Freunde, viel erreicht und noch viel vor. Baden-Württemberg braucht eine starke grüne Kraft. Man merkt es ja Guido Wolf förmlich an. Er wird nervös, wenn er keinen Beton mehr unter den Designerschuhen hat. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, Baden-Württemberg ist ein Flächenland. Baden-Württemberg ist ein Land mit einem reichen Erbe an Kulturlandschaften, mit einem reichen Erbe, das es zu bewahren und zu schützen gilt. Dafür legen wir ein tragfähiges Programm vor. Ich bitte euch um Zustimmung zu den beiden Kapiteln. Grün wirkt, Grün ist besser fürs Land. Herzlichen Dank.